Tag 1 auf der weltweit größten Werkstattmesse für den Automobilbereich. Wir sind mittendrin in Halle 12 rund um das Thema Carwash und Detailing. Wir nehmen euch mal mit, was hier so abgeht. Montag 10 Uhr, das ist echt schon eine ganze Menge los, muss ich sagen. Wir zeigen euch jetzt als allererstes mal unseren Stand. Wir haben hier wirklich einen wunderschönen Stand von der Automechaniker quasi hingebaut bekommen, plus ein bisschen Eigenbau. Unser Stand ist ein Community-Stand aus mehreren Herstellern, eine Do-it-yourself-Area, sodass die Besucher einfach mal die Produkte ausprobieren können, Maschinen ausprobieren können und einfach mal am lebenden Objekt, am Bauteil oder auch an einem ganzen Auto einfach mal das, was sie hier so alles erzählt bekommen, auch in der Praxis testen können. Und das ist hier unsere Mission. Ich würde sagen, ich nehme euch mal mit durch. Wir gucken uns mal an, was wir hier so aufgebaut haben. Ja, wir starten hier gleich vorne mit unserem kleinen IDA-Stand. Wir sind hier auch vertreten mit IDA Germany, mit unserem ersten Zertifizierungsevent. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Teilnehmer, die sich hier zum CD und SV zertifizieren lassen. Wer sich damit noch nicht auskennt, wir verlinken euch mal ein Video, wo wir darüber reden. Deswegen freut mich auch unsere erste sozusagen Messe mit der IDA Germany und auch hier auf dem Stand vertreten. So, unser Stand zum Pflegen und Reinigen. Ich mach den mal aus, der ist ein bisschen laut. Wir haben hier mehrere Sitze aufgebaut und hier auch wirklich nochmal großes Dankeschön an den Mario aus Goslar. Der hat diese Konstruktion hier gebastelt, zusammen mit also Ideenentwicklung Mario und Mo. Aber Mario hat es am Ende gebaut und es ist wirklich geil geworden. 3 Ölfässer mit Siebdruckplatten, wirklich schön gemacht. Die sitzt hier fest drauf, also hier kann man richtig dran arbeiten. Wir haben hier 2 Stoffsitze, Ledersitz, Lenkrad, Scheinwerfer, also dass man da wirklich mal drumherum ein bisschen arbeiten kann. Nicht immer nur polieren und versiegeln, sondern auch mal wirklich ein paar dreckige Oberflächen bearbeiten kann. Wie gesagt, hier ist alles fest, da kann man tipptopp arbeiten. Und hier im Hintergrund von mir seht ihr auch schon 1 unserer 2 Autos auf dem Stand. Lisa Jasmin hat uns 2 Autos hierher gebracht. Danke auch nochmal an dich. Einmal hier der M3, der wirklich üble Wasserflecken überall hat. Da werden wir uns auf jeden Fall die Woche auch noch mal ein bisschen ranwagen, mal so ein bisschen gucken, wie man die Wasserflecken hier runterbekommt. Die sind wirklich eingebrannt auf allen Oberflächen. Klar, auf Grau sieht man es nicht so, aber gerade hier die Hochglanzleisten, die Scheiben und hier so Chromapplikationen, da sieht man es natürlich richtig krass. Aber ich finde es auch cool, dass wir 2 schöne Autos auf dem Stand haben, an denen man dann auch mal so ein bisschen was machen kann, weil sie es eben auch nötig haben. Keine Highshine-Cars, die schon komplett fertig sind. Kommt, wir gehen mal wieder rüber auf die andere Seite. Und jetzt der Überblick von unserer Community-Fläche, also dem Bereich, wo auch die Hersteller ihre Produkte ausstellen können und auch Kunden beraten und die gleich nebenan an den Autos sitzen, was wir auch alles hier so haben ausprobieren können. Hier gleich direkt vor mir Kochchemie. Wir werden euch auch in den nächsten Tagen mitnehmen, auch mit den ganzen Ausstellern hier bei uns auf dem Stand sprechen, mal so ein paar O-Töne einholen. Wir wechseln gleich weiter rüber, wenn wir hier weiterlaufen zum Enzerner mit ihrer kompletten, mit ihrem Polier-Know-how auch bei uns am Start. Sowohl mit Produkten als auch mit Manpower, also mit Fachberatung direkt vom Hersteller und von uns in der Kombination. Das finden wir so stark. Und Mo muss sich einmal kurz umdrehen, dann haben wir hier noch Dr. Wack mit 2 Aufstellern und einer Demo-Felge sozusagen. Die kennt ihr vielleicht von der Dicon, da hatten sie die nämlich auch bei. Und hier hinten haben wir noch die Firma Sonax. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, euch für die Workshops anzumelden. Klickt einfach in der Beschreibung auf den Link. Ist kostenlos. Ihr kriegt ein Tagesticket kostenlos dazu. Dann könnt ihr euch die Workshop-Themen angucken, einfach vorbeikommen und dann an den Workshops teilnehmen. Denn es findet jeden Tag zu gewissen Themen Workshop statt. Checkt einfach nochmal den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt zum Herzstück, zumindest für die meisten, das Thema Polieren und Versiegeln an zahlreichen Bauteilen. Wir haben hier wirklich verschiedene Bauteile mitgebracht, dass man nicht immer nur an der Haube arbeiten kann, sondern auch mal an der Tür, an einem Kotflügel, an einem Heckdeckel. Also, dass man verschiedene Bauteile zur Verfügung hat, an denen man seine Polier-Skills trainieren kann oder einfach Produkte testen kann. Und hinten dann auch nochmal ein zweites Auto, auch ein schöner M3, diesmal E46, auch von Lisa Jasmin. Auch dafür vielen Dank. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rüber zu dem ersten Workshop-Trainer sozusagen. Kommt mal mit. Der Robert. Was machst du hier? Hologramme reinzimmern. Warum hast du hier Hologramme rein? Weil wir gleich einen Workshop haben. Oh ja, das sieht gut aus. Gut, ne? Ja. Ist schon fast Kunst. Und worum geht es in deinem Workshop? Also, es ist für euch ja zu spät, ne? Der Workshop ist schon vorbei, wenn ihr es seht. Aber ihr könnt mal sehen, was wir für geile Themen machen. Was willst du uns zeigen? Ja, der Workshop geht darum, um den Leuten zu erklären, wie sie Hologramme vermeiden. Ne? Und richtige Maschinenführung, welche Politurkombination, beziehungsweise warum Hologramme entstehen. Ja. Deswegen probiere ich jetzt schon mal ein bisschen aus. Und du siehst, ich habe schon mal ein schönes Kunstwerk hier reingezimmert. Das sieht wirklich schön aus, ja. Ein Kernpunkt für Hologrammvermeidung ist ja auch das richtige Licht. Ne? Richtig. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Da haben wir nämlich auch was richtig Geiles. Übrigens, der ganze Stand ausgestattet mit Scan-Grip oder Scan-Grip, wie ich gelernt habe, leuchten. Und was jetzt wirklich cool ist, wir haben ja auch gleich ein bisschen was zum Rumspielen, wo ihr das alles mal ausprobieren könnt. Nämlich digital steuerbare Lampen sozusagen oder Lichter. Ne? Wir können das hier als
als Gruppe steuern. Also wenn ich jetzt hier alle mal einmal auswähle, machen wir mal alle aus. Zack. Oder wir wollen die Lichttemperatur bei allen Leuchten verändern, zum Beispiel auf ganz kaltweiß. Ich kann nämlich auch sagen, ich verändere nur einzelne. Also ich kann mir die Gruppen quasi frei anlegen. Zum Beispiel eben nur die dort hinten an dem Bauteil sind, weil ich da gerade was Bestimmtes sehen will, brauche kaltweißes Licht, brauche aber zum Beispiel volle Lichtleistung, kann ich dann steuern. Oder ich kann auch hingehen und sagen, ich steuere nur einzelne Lampen in Tageslichtfarbe ungefähr und brauche 100% Leistung oder eben nur 10% Leistung. Also cooles Feature, könnt ihr ein bisschen dran rumspielen, ausprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Freikarten gibt es eben über die Workshops. Bucht euch einen Workshop, dann kommt ihr kostenlos rein. Wir sind noch bis Samstag hier, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Jeden Tag von 9 bis 18 Uhr, außer am Samstag, da von 9 bis 17 Uhr. Wir sehen uns auf jeden Fall dann, aber es gibt heute noch ein bisschen mehr zu sehen. Bis dann. Also jetzt gleich geht der Workshop los zum Thema nie wieder Lackhologramme. Der erste Workshop ist gerade im vollen Gange. Robert erklärt den Teilnehmern, wie man Hologramme poliert bzw. Hologramme beim Polieren vermeidet. Jeden Tag gibt es hier noch Workshops auf dem Stand. Kommt einfach vorbei. Wie gesagt, Videobeschreibung, Link. Anmelden, registrieren, dabei sein. Bis später. Ja, passend zum Workshop von Robert. Hier auch nochmal die Übersicht, was hier heute so passiert. Und ich würde sagen, wir lassen den Robert jetzt nochmal ein bisschen weiter seinen Workshop machen und gehen mal eine kleine Runde. Erster Überblick über die Stände, was es hier so gibt für euch zu erleben, damit ihr auch was wisst, dass es sich lohnt, vorbeizukommen. Also lass uns mal starten. Also in unserer Halle auf jeden Fall einer der beeindruckendsten Stände hinter mir von Gion. Die haben echt richtig aufgefahren. Zeigen wir euch einmal von allen Seiten. Der sieht wirklich, wirklich krass aus. Also Respekt. Und Props an euch. Mal gucken, ob wir noch jemanden finden die Tage, mit dem wir ein bisschen über Gion quatschen können. Schauen wir mal nach. Wir sehen uns später. Also wer vielleicht eine SB-Waschanlage für zu Hause braucht oder gleich eine komplette Waschstraße bei Kercher, gibt es die großen Maschinen. Also kein Spurhex aktuell, sondern eher so die SB-Anlagen. Aber auch beeindruckend, dass man hier sowas aufbaut. Für mich aktuell einer der hochwertigsten Sprühprodukte oder Sprühflaschen auf dem Markt. IK-Spray ist hinter mir auch mit dem Stand am Start. Und mit einer coolen Konstruktion, wo drauf liegt, das Abwasser auffangen. Also vielleicht auch für den einen oder anderen, der noch nicht weiß, worauf er waschen soll, Waschmatte. Sowas finde ich schon ziemlich cool. Sieht auf jeden Fall gut aus und sieht auch echt stabil aus. Also coole Idee. Aber hier geht es natürlich vorrangig um die Schaumsprüher, Druckpumpsprüher, Sprühflaschen. Wie gesagt, Top-Produkte. Finde ich echt auch cool, dass sie da sind. Ja, die Marke hinter mir kennt vermutlich nicht jeder oder die meisten tatsächlich nicht. Aber viele Produkte werdet ihr schon in der Hand gehabt haben, ohne es zu wissen. Guckt euch mal an, was da so hängt und dann könnt ihr vielleicht eins und eins zusammenziehen. Witzige Idee. Also jetzt, klar, für eine Waschanlage, SB-Waschbox wäre so ein Ding mega, aber selbst für einen Aufbereiter spart auf jeden Fall viel Zeit. Manchmal denkt man, brauche ich eigentlich gar nicht, aber gerade mit diesem Drehmechanismus echt eine coole Idee. Die Marke hinter mir kennt ihr mit Sicherheit auch. Auch finde ich ein sehr schöner Stand und vor allen Dingen, Nanorec stellt hier ihre neue Keramikversiegelung SI3D Carbid vor. Eine Feststoffversiegelung mit Glaskörpern quasi im Coating. Also wer das sehen will und Bock drauf hat, kommt noch vorbei. Gibt die ganze Woche noch allerhand Infos dazu. Wie gesagt, zum 100. Mal, falls du es vergessen hast, kostenlose Tickets über unsere Workshops unten im Link. Hinter mir die Marke kennt ihr mit Sicherheit auch. Labo Cosmetica, die Detailing-Line von Mafra, quasi Sonax aus Italien, wenn man so will, von der Größe relativ ähnlich. Auch mit einem eigenen Stand. Und ich finde ganz cool, wie sie den klassischerweise Fiat 500 die Front da aufgestellt haben. In Unischwarz natürlich, also gefällt mir auch sehr gut. Und auch hier werden wir sehen, ob wir die nächsten Tage noch den einen oder anderen O-Ton oder jemanden für ein Interview ranbekommen. Es ist aber immer noch nicht vorbei, gibt sogar noch mehr. Hier macht aber jemand richtig Dampf. Thermostar ist auch am Start. Freut mich, dass die Jungs auch hier sind. Waren ja auch auf der Dicon und sind auch hier auf der Automechaniker. Die Hersteller von Keramik-Coating geben sich hier auf jeden Fall die Klinke in die Hand. CarPro auch am Start mit einem sehr coolen Motto und auch einem schicken Stand. Also ihr könnt euch hier auch über verschiedenste Keramikversiegelungen informieren. Der Besuch lohnt sich immer und immer mehr. Colorbox natürlich auch am Start. Lars ist gerade mächtig am Telefonieren und zusammen mit der Rec Company auf einem Stand mit einem schönen Ferrari. Also auch für Mikrofasertücher und Leder ist hier gesorgt. Also wie gesagt, wir nehmen euch den nächsten Tag auf jeden Fall nochmal mit auf die Stände. Aber meine dringende Empfehlung, kommt lieber vorbei und fragt eure Fragen persönlich. Bei uns auf dem Stand findet ihr sie auch, aber auch mit einem eigenen, auch wie ich finde, schicken Stand. Kochchemie am Start, auch mit dem oder mit der Entwicklungsabteilung und Anwendungstechnik, also auch offen für eure ganzen Fragen. Fachlicher Natur, lohnt sich vorbeizuschauen. Von heiß zu kalt, Dry Ice Energy auch am Start, Thema Trockeneisreinigung. Wisst ihr, sind wir ja schon lange von überzeugt. Und jetzt kann ich euch tatsächlich sagen, es waren vielleicht 30% der Aussteller in der Detailing-Halle. Eine von
12 Hallen, von denen die meisten doppelstöckig, teilweise sogar dreistöckig sind. Also alles rund um das Thema Werkstatt, Automotive ist hier am Start. Und ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie der Moderator von RBB oder MDR auf dem Besuch bei der Grünen Woche in Berlin. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle und kann euch, wie gesagt, immer nur sagen, kommt vorbei, zieht euch das rein. Sowas gab es einfach noch nicht in dem Umfang. Und hier gibt es wirklich viel zu sehen, viel zu anzufassen, viel nachzufragen. Es lohnt sich. Und ich beende dieses Video an der Bühne. Hier gibt es auch jeden Tag Vorträge, unter anderem auch von mir. Guckt da auf jeden Fall mal ins Online-Programm. Da findet ihr alle Vorträge, an welchen Tagen welches Thema es gibt. Wie gesagt, gibt es spannende Themen immer. Ein Thementag findet ihr alles unten unter dem Link. Ich hoffe, wir sehen uns die Woche. Bleibt dran, drückt auf jeden Fall auf die Glocke, um kein Video zu verpassen, und abonniert den Kanal. Bis dann, haut rein.